Moin Leute, was geht? Ja, ihr wisst ja, dass am Wochenende die Disney Expo, die D23, war in Anaheim. Und da ist nämlich gestern einfach mal stumpf ein Special-Look-Trailer gedroppt zu Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt einfach mal eine Trailer-Reaction hier und natürlich eine kleine Trailer-Analyse, was ich dazu nachher nochmal sagen werde. Ich würde sagen, Leute, das reicht erstmal zur Ankündigung. Lasst natürlich ein Like hier, ein Abo und jetzt geht's los erstmal mit dem Trailer, um was ich dazu reacten werde, sag ich mal so. Oder? Was meint ihr? Ja. Dunkles Bild. Da geht's los. Luke Skywalker, wie er noch jung war, als Padawan. Leia, rest in peace. Natürlich Carrie Fisher, ja, die beiden. Das Dream Team R2-D2 und C-3PO. Hey Leute, ich bin mal natürlich gespannt, wenn es im Dezember losgeht. Wenn der neunte Teil endlich rauskommt. Die haben sich auf jeden Fall jetzt ein Jahr Pause genommen. Und ja, sieht einfach schon sehr cool aus. So, mal gucken, wenn es gleich losgeht. We've passed on all we know. We've passed on all we know. A thousand generations live in Einfach you. A thousand coole generations Charaktere live in you geschaffen. now. Eine ganze Generation Anakin Skywalker. But this is your fight. Hammer. This is your fight. Ja, heftig, Leute. Was war das denn? Rey ist böse, ist ein Sith Lord, hat eine Doppelklinge. Was ist das denn? Heftige Sache. Der Trailer ist jetzt natürlich nicht mega lang, wenn man den letzten Trailer sieht. Man sieht natürlich, dass der Imperator Palpatine wahrscheinlich wieder dabei ist. Dass diese Theorie oder diese Gerüchte sind auf jeden Fall wahr, auch seit dem neuesten Poster, was erschienen ist. Und ich bin mega gespannt, wie dieser Film weitergehen wird im Dezember. Also, gerade dieser Stoff, die haben natürlich jetzt einfach mal gesagt, okay, es könnte natürlich eine Finte sein. Das wäre aber ein Mega-Twist, wenn jetzt das so kommen würde, dass Rey böse wird. Es könnte ja sein, dass vielleicht Ben, also Kylo Ren, vielleicht jetzt gut wird, dass sie sich da drehen oder keine Ahnung was. Es wird mega spannend. Ich bin gespannt. Man hat ja in einigen Szenen gesehen, Chewbacca halt, C-3PO, glaube ich, wie sie alle noch heißen, sag ich mal, und die sind da natürlich in der Szene zu sehen. Rey, das sah schon ziemlich cool aus auf dieser Location, was sie darauf starten, auch wenn die dann aus den Hyperspeed dann rauskommen. Also schon cool. Ich bin mal gespannt, ob sie nicht den Fehler eingehen wie im ersten Teil mit vielen Filmfehlern und das auch jetzt wirklich sinnvoll dann lösen. Und der Aufstieg Skywalkers verspricht natürlich, welche. Wird da vielleicht was kommen? Wer sind die Eltern von Rey? Ist die Frage. Da sagt natürlich der Trailer nicht viel aus, aber wenn wirklich da irgendwas zustande kommt, dass Palpatine vielleicht Rey auf die böse Seite lockt, auf die dunkle Seite. Also ich bin da mega gespannt und ja, ich bin auf jeden Fall dabei, wenn es losgeht im Dezember. Was sagt ihr denn zum Trailer? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Ich würde sagen, ne, lasst doch gerne für das Video ein Like da, ein Abo und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und Bam oder was? Und ja, ich habe jetzt hier einfach mal eben das Outro gesucht. Und wo ist es? Da ist es. Und haut rein.